So gut, Leute. Okay, das Problem ist leider, Wasser haben wir keine Module mehr frei. Das heißt, hier muss ich jetzt eins hinsetzen. Hab eben nachgeschaut. Bam. Bam. Ein bisschen rüber und dann einfach hier mit verbinden. So, das ganz schnell upgraden. Wir sind immer noch bei Minus. Ja, so wie es aussieht. Plus 5. Plus 10. So, da haben wir gleich wieder einen leichten Überschuss. Als nächstes müssen wir Biokost machen. Ich habe jetzt einfach mal eins von meiner alten Insel rübergenommen. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal ganz schön lange nichts Neues bauen. Einfach nur die alten nehmen, ordentlich setzen und dann mit Module ranhauen. Das ist eigentlich immer die beste Idee. Und ich würde das jetzt, wie gesagt, alles ein bisschen auf die Insel hier konzentrieren. So, bam. Bam. Und hier nochmal. Und hier nochmal. So, geht noch mehr? Mehr geht nicht. Das müsste aber eigentlich jetzt auch ausreichen. So, das sieht gut aus. Das sieht eigentlich alles gut aus. Wir müssen jetzt nur noch Vitamintrinks machen. Zumindest von den Sachen, um die wir uns gekümmert haben. Wie gesagt, hier Luxuskost, Fleisch und alles machen wir dann später. So gut, Leute. Und die Saftkälterei müssen wir noch schnell machen. Bam. 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 So, das müsste jetzt eigentlich passen. Juhu! Oh, jetzt sind Früchte wieder im negativen Bereich. So, dann mache ich immer noch schon eine Straße durch. Hat jetzt doch wieder ein bisschen länger gedauert als erwartet. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, denke ich. So. Grenze unzureichend. Ne, das müsste aber jetzt eigentlich so passen. So, wir sind aber immer noch im negativen Bereich. Ich mach mal gleich noch eine. So gut, Leute. Also, das Ding noch fertig machen. Bam. Bam. Ja, hier oben hätte ich aber auch gerne eins. Das geht, glaube ich, wahrscheinlich so hier sogar besser. So, plus 16 sind wir. Und Logistik muss ich noch ganz schnell machen. Logistik, Logistik, Logistik. Das müsste sich aber eigentlich lohnen, hier einfach so ein Teil hinzusetzen. Plus 13. Plus 17. Plus 5. Ich würde einfach da unten wahrscheinlich eins hinsetzen. Hier dürfte sich nicht so sehr lohnen. Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie, als sie liefern. Machen wir hier unten. Das verringert ihre Produktivität. Jo, das ist kein Problem. Plus 13. Hier war es irgendwo plus 17 gewesen. Hier. So, ist auch wieder im positiven Bereich und jetzt muss ich nur noch das Ding hier upgraden und dann ist alles super. Wir machen immer noch gut Plus. Mehr Plus, als wo ich angefangen hatte, was immer gut ist. Sehen Sie, jetzt funktioniert's. Jo. Jetzt könnte sich das hier ja sogar lohnen. Das Ding ist ja ganz schön teuer, glaube ich, ne? 480, das ist ganz schön viel. Jetzt hier mal die Unterhaltungskosten, Kreditwartung, minus 10%. Das würde ich ja gerne mal machen. Arbeitskraft war minus 20%. Ich würde gerne das hier mal bauen. Das brauche ich einfach nur hier ran. Machst du kurz Pause? Ich dachte, wir hätten was Besseres zu tun. Alles installiert. Oh, ja. Probier es aus. Das war wirklich einiges aus, Leute. So, jetzt machen wir, glaube ich, irgendwie, ich weiß es, ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, aber irgendwie 500 mehr oder so, ich weiß es gar nicht so genau. Hat sich aber gelohnt. Und die Arbeitskraftwartung sorgt wahrscheinlich nur dafür, dass wir weniger Arbeitskräfte dafür benötigen. Würde ich jetzt einfach mal schätzen, oder? Können wir sowieso jetzt nicht mehr bauen. Können wir Wasserturbinen bauen. Nur das lassen wir erstmal so. Plus 18.000, Insel sieht top aus jetzt. Und die haben jetzt auch schon angefangen. Ich will nur einmal schnell durchcruisen. Einmal nochmal schnell durchfahren. Ist auf jeden Fall schon wieder gut was los hier. Und es ist, also die Insel wird wahrscheinlich nochmal deutlich grüner als unsere erste, weil die Bäume hier will ich auf jeden Fall lassen. Ich weiß nicht, ob ich die Parks dann hier so lasse, ob ich die Parks anders mache. Muss ich mal noch gucken, ich weiß es noch nicht. So, Leute, 740.000 Credits haben wir jetzt. Aber wir machen jetzt erstmal die Arktis. Weil wir brauchen die Credits auch, wir brauchen die auch. Ich kann euch das mal eben zeigen hier. Was beschäftigt Sie? Die kostet 1 Million Credits und ich habe auch das Gefühl, dass die immer teurer wären. Also dann könnte ich mir das Gebiet hier kaufen. Sehen Sie nicht? 900.000. Guten Tag, was liegt Ihnen auf dem Herzen? 2,7 Millionen. Aber hier sieht man auch mal, wie unsere Credits nach oben gehen, ne? So, und das geht halt so weiter und so weiter. Es ist ganz schön teuer. Ich lade es auf jeden Fall mal die Arktis, weil wir brauchen jetzt erstmal dieses komische... Yo, wärst du daran interessiert, Aufträge für meine anderen Kunden hier zu erledigen? Sie warten. So gut. Dim, 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 dim. Ich hatte gehofft, Sie hier zu treffen. Sie sind ein ungewöhnlicher Firmenchef.
Selbst wenn es um die Umwelt geht, schrecken Sie nicht vor unbequemen Entscheidungen zurück. Daher will ich Ihnen dieses Angebot unterbreiten. Ich hatte gehofft, Sie... So gut, Leute, das kann man ja schon mal annehmen. Die Arktis ist der einzige Ort auf der Erde, an dem noch fossile Brennstoffe lagern. In der Vergangenheit wollten viele Firmen diese Vorkommen skrupellos ausschöpfen und haben es nicht geschafft. Die Arctic Custodians setzen schnell Firmen vor die Tür, die auch nur ansatzweise in Verdacht geraten, die Umwelt zu verschmutzen. Aber diese verrosteten Kadaver blieben hier und aus ihren alten Wunden floss das schwarze Blut. Wir von Usoyev Incorporated haben angeboten, sie für die Arctic Custodians zu entsorgen. Hoffentlich mit ihrer Unterstützung. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. So gut, alles klar, Leute, das ist dann auch wieder so eine Questreihe, wo wir dann irgendwie so ein besonderes Gebäude freischalten können, glaube ich zumindest. Das können wir ja dann gleich mal machen. Finden Sie Ölspuren an der Küste. Okay. Hier ist was. Ah, das ist sogar ein blauer Kreis ringsrum, also das geht, das darf nicht so lange dauern, eigentlich. Hier. Hier war auch noch was. So. Da haben wir 3 von 6. Hier. Na, hier scheint alles in Ordnung zu sein. Dim. Bitte fahren Sie mit dem Rückbau der Bohrinsel fort. Was führt Sie hierher? Das ist fast zu schön, um wahr zu sein. Mein Freund, ich habe genau den richtigen Job für Sie. So, okay, was steht hier? Also jetzt zur Demontage der Bohrinsel. Halten Sie bitte die Teamgröße in dem Rahmen. So, wir müssen also unter 500 bleiben. Okay, das ist kein Problem. Das kriegt man hin auf jeden Fall. So, wo ist meine wunderschöne Insel? Hier ist meine Insel. So, ich will die mal ganz kurz anschauen. War mir lange nicht mehr gewesen. Ach, schön, ach schön. So, okay, also, da können wir uns aber schon mal einen Überblick verschaffen, was wir jetzt brauchen als nächstes. Was wir brauchen, dann letztendlich unbedingt, aber es geht erstmal darum, wir brauchen das hier, für den Mond. Benötigt einen Küstenbauplatz, produziert pro Minute 5 Stück. Superkühler, können wir dann später machen. Okay, Leute, da brauchen wir 1500 Wissenschaftler. Momentan haben wir 689. Mal ganz kurz. Alles klar. Das heißt, wir müssen aber trotzdem einen großen Rahmen ausbauen, auf jeden Fall. Großartige Arbeit, mein Freund. Ich bin stolz auf Sie. Ah, da sind Sie ja. Sie sind viel unterwegs, nicht wahr? Egal. Ich habe da einen Job für Sie, mein Freund. Okay, befestigen Sie Arbeiterboot an Ihrem Kommandoschiff, schleppen Sie Arbeiterboot zur Bohrinsel. Davor würde ich sehr, sehr gerne jetzt die Insel erstmal einnehmen. Halt. So, Gebiet sehr vorausschauend. Ein weiterer Firmensitz in der Arktis wird sich als nützlich erweisen. Jo, und das wird jetzt hier eine große, große nochmal Einwohnerinsel auch. Also, na gut, das wird einfach wieder alles, dass wir jetzt erstmal die Wissenschaftler zusammenbekommen, die wir brauchen. So, du mein liebes Schiff, wo müssen wir jetzt hin? Hier müssen wir hin. Und da müssen wir, machen wir es mal hier hin. So, okay. Alles klar, und dann legen wir jetzt nämlich schon mal hier los. Wir brauchen, ich muss jetzt nochmal kurz schauen. Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Wissenschaftler, das Gebäude hier. Wir brauchen 1500. Da würde ich jetzt erstmal hier upgraden, was möglich ist auf unserer Hauptinsel. Gucken, ob wir das überhaupt machen können. Warum geht das? Kommen Sie rein, aber bitte fassen Sie nichts an. Die sind alle schon geupgradet. So, Konservennahrung und Vitamintrinks ist knapp, so wie es aussieht. Okay, kein Problem. Müssen wir das noch ein bisschen pimpen. Hier habe ich ja noch gar nicht mit Modulen gearbeitet, außer bei der Fabrik und so weiter. Wir gucken mal ganz schnell. Fisch machen wir genug. Konserven machen wir aber zu wenig rein, theoretisch, oder? Weil sonst würden die ja nicht rummeckern. Ja. Das ist das Gebäude hier. Oh nein, die habe ich jetzt ja alle übelst eingebaut. Das ist ja super doof. Moment. Fangen wir einfach mal hier mit an. Also, Module.
Das ist Qualität, wie du siehst. Bam. 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 So, reicht das schon? Also das müsste eigentlich jetzt easy ausreichen. Fisch wollte ich auch gleich mal upgraden, wenn wir einmal dabei sind. Okay, reicht immer noch nicht ganz. Beeinträchtigt Produktion. Wobei wir auch gerade einen ziemlich krassen Überschuss an Konserven produzieren, aber egal, ich habe das trotzdem gerne im positiven Bereich. So, das hätten wir auch. Und jetzt Vitamine. Da muss ich wahrscheinlich hier Transportroute nochmal schauen. Guten Übersicht. Vitamine. So, plus 46 minus 4. Machen wir einfach erstmal so. Wir werden jetzt hier noch sehr, sehr viel bauen drüben. Ich mach gleich mal ein bisschen mehr. Machen wir mal so hier. Bestätigen. Verarbeite Informationen. Was sieht's denn hiermit eigentlich aus? Minus 11. Okay, das müssen wir auch weiter pushen. Ich mach gleich mal so hier. Objektprofil wird aktualisiert. Das waren ja irgendwie diese Implantate oder so gewesen, ne? Wenn ich mich nicht ganz täusche. Haben wir die hier gemacht? Okay, dann muss ich nochmal ganz kurz schauen. Hier sind wir bei minus 16. Neuroimplantate. Wie hat das nochmal funktioniert? Ich habe das schon wieder vergessen. Molybdän brauchen wir dafür. Molybdän ist das hier. Das müssen wir aber auch pushen, wenn wir das hier pushen wollen. Okay, dann muss ich also die Fabrik noch weiter ausbauen. Ach du Scheiße, ist das groß. Hey, warte mal. Ah nee, das ist schon das Maximum. Habe ich noch eine zweite Mine? So, okay Leute, das Problem ist, wir müssen jetzt erstmal eine neue Mine bauen, weil die hier ist, die ist voll. Die ist voll. Das Einzige, was ich schnell machen kann, ist das Gebäude hier schon mal upgraden. Jetzt würde sogar perfekt reinpassen. Okay, dann muss ich hier mal wieder ein paar Häuser wegmachen, sonst geht das leider nicht anders. Alles installiert, probier es aus. Okay, wir sind im positiven Bereich, aber wir müssen das eigentlich noch höher bekommen, leider. Kurz Pause? Und jetzt würde es sich eigentlich auch lohnen, hier noch Lager hinzusetzen. Ne, Logistikwartung gibt es ja nicht irgendwas. Arbeitskraftwartung, Energiewartung. Okay, man kann leider nicht die Betriebskosten verringern. Das geht leider nicht. So, was mache ich mit dir? Dich hau ich mal eben hier rüber ganz kurz. Wir können auch schon wieder einiges upgraden. Weil wenn wir jetzt einmal dabei sind, kann ich gleich hier noch so ein Ding setzen. Das passt nämlich perfekt. Plus 7 sind wir jetzt, weil wir bauen jetzt hier ordentlich aus. So, Logistik ist jetzt leider nur minus 4. Die könnten wir aber auch... Ja, ich muss sowieso jetzt wieder... Ich meine, ich könnte auch das über die Dinger hier machen. Moment. Logistik, Logistik, Logistik. Das ist Qualität, wie du siehst. Ja. Okay, das bringt leider nichts so, wie es aussieht. So, Moment. So, jetzt sind wir erstmal wieder bei Null. Okay, und Energieknappheit herrscht gerade vor. Moment, das ist kein Problem. Also. Kann ich denn hier die Arbeits-, die Wartungskosten verringern? Das hier, Kreditwartung. Das würde sich auf jeden Fall lohnen. Das machen wir mal. So viele wie geht. So, dann mache ich hier sogar mal ein Gebäude weg, deswegen. Halt. So, 5 Stück geht. Okay, das würde ich hier oben auch gleich mal noch machen. So gut, so gut. Dann alles upgraden und dann um die zweite Insel kümmern, dass wir dann endlich jetzt die Einwohner hochbekommen. Ja. Und neues Gebäude verfügbar. Das lese ich noch gerne. Erweitert. So, mehr geht erstmal nicht. Ich muss dann mich wahrscheinlich erstmal, ja, Gemeinschaft muss ich mich dann wieder kümmern. Ich habe die Straßen noch teilweise echt scheiße verbunden hier. Aber okay, egal. So. Okay, cool. Also wir haben jetzt schon über die Hälfte auf jeden Fall ein bisschen geschafft, ne? Also es müsste dann easy über diese Insel eigentlich hier funktionieren. So, mein Schiff. Guck mal eben. Roger. Hast du das schon... Okay, wir schleppen das schon ab. So gut, dann bring das mit dabei hierher. Bestätigt. Und währenddessen werde ich jetzt diese Insel hier ausbauen.
Okay, und das würde ich gerne wieder mit ein bisschen Plan machen und schöner hinbekommen als bei der ersten Arktisinsel. Wir brauchen auf jeden Fall diese Gemeinschaft wieder, das Gemeinschaftsgebäude. Ich setze schon mal hin, wir gucken dann einfach mal. Nimm. Ich muss auch wieder auf die Hitze achten, ne? Das darf ich auch nicht vergessen. Ich muss wieder auf die Hitze achten. Ich baue erstmal hier. Geht das irgendwie mittig? Ne, mittig geht's nicht. So hier. Ich versuche jetzt hier so effektiv wie möglich mal zu bauen, ausnahmsweise, okay. Ja. Dann das hier eins näher ran. Ne, das wollte ich eigentlich. Halt. Scheiße, egal. Lass mal so. Bäm. Muss ich mal gucken, kann ich das irgendwie drehen oder wenden, dass es besser passt? Ich kann so erstmal hier hinsetzen. So, die sind jetzt schon bereit aufzusteigen. Das ist erstmal gut. Das ist erstmal gut. Ich muss jetzt noch gleich gucken, weil wir brauchen ja wie gesagt auch Hitze. Glückwunsch. Neuen Erfolg erhalten. Nice, wir haben über 1 Million Credits mittlerweile zusammen. Was geht denn ab, Leute? Ich habe noch gerade überlegt, wie ich das jetzt hier am besten noch zusammenbaue. Das Doofe ist ja wieder die verdammte Hitze, die wir brauchen. So, aber wisst ihr, was ich schon mal machen kann? Ich kann ja mal schon so eine Korallenfarm bauen. Die brauchen wir so oder so. Ich gucke jetzt eh gleich mal. Ich komme euch jetzt hier erstmal... Ach du Scheiße, das ist ja alles blöd hier. Wieso ist denn das bei 0? Brauchen die das noch nicht? Was ist denn, wenn ich das hier upgrade? So. Kann ich helfen? Ach nee, weil ich glaube, die Korallen brauchen wir für diese Stimulanzien. Jo. So, wir machen hier, machen wir 2 und hier brauchen wir 2. Alles klar, das ist einleuchtend. So, dann bauen wir. Wo gehen wir hin? Und das hier Musch kann ich einfach irgendwo ransetzen. Okay, das ist gut zu wissen. Ja, die hätte ich jetzt eigentlich immer gerne mittig. Wollen wir hier hin? So, jetzt sind wir bei minus 11, also wir brauchen deutlich, deutlich mehr. Was auch bedeutet, dass ich das hier, dass wir davon deutlich mehr brauchen. Dann baue ich aber erstmal das hier aus und dann weiß ich, wie viel ich Korallen produzieren muss. Das ist die beste Idee. Plus 50% Produktivität. So, das ziehe ich jetzt einfach mal hier so lang, weil dann auch die Wärme sich mehr ausbreitet. Wieso bin ich dann trotzdem bei minus 11? Weil ich noch nicht genug produziere oder was? So. Halt. So, minus 6. Okay, Moment. Minus 4. Minus 2. Mehr kann ich nicht bauen. Das heißt, ich muss noch so ein Ding hinsetzen. Neue Baupläne verfügbar. Reicht vielleicht die Produktion trotzdem schon aus? Wir sind hier bei minus 5. Produktion plus 6, Verbrauch minus 11. Wir müssen noch mehr Korallen. Arbeitskraftwartung. Energiewartung. Logistikwartung. Also, okay, nee, dann baue ich gleich noch ein zweites so ein Ding hin. Geht nicht anders. Moment. Hier haben wir noch einen Platz. Okay, gut. So, die Straße ziehen wir weiter. Bam. Jetzt das Ding upgraden. So, das hätten wir auch. Und jetzt gucke ich nochmal eben. Plus 4. Minus 3. Das heißt, wir brauchen noch so ein Ding, oder was? Das reicht nicht? Okay, das überrascht mich jetzt. Aber gut, kein Problem. Wir brauchen sowieso viel Wärme, von daher kann ich damit leben. Machen wir mal so hier. Und weiter ausbauen. Bam, bam.